Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Rome Total War. Und ja, wir sind gerade in der Schlacht. Ich nehme nur, um euch nicht zu verwirren. Komm schon. So. Das Stück hier, die Folge hier am Stück auf. Und ja, Schlacht starten. Was haben wir denn da für Truppen? Hier ist eine Straße. Ach so, ich dachte, es wäre eine Begrenzungslinie oder sowas. Ja, die können es mal schön angreifen. Obwohl, nee, die werden uns nicht angreifen. Was haben wir da? Nackte Fanatiker und sonst drei Truppen, Kriegsbande. Da hinten haben wir barbarische Kavallerie. Die haben natürlich den klaren Massenvorteil. Ganz vorsichtig langsam marschieren. Das muss beeindruckend aussehen. Und das gucken wir uns auch mal an. Wenn so eine Hastati-Gruppe auf dich zumarschiert oder du in so einer Hastati-Gruppe mit drin marschierst, das muss auch atemberaubend sein, oder? Und dann weißt du, boah, ja, wir sind voll strong und so, haben sogar Vorteile durch unsere Waffen. Die müssen voll deprimiert sein. Oh nein, guck mal, da hinten kommen die blöden Römer. In Rot. Oh mein Gott, was tun wir jetzt? Was sollen wir nur tun? Oh mein Gott. So, das einzige Problem dürften die nackten Fanatiker sein. Aber die sind eben halt nackt und deshalb doof. So, wir müssen anscheinend noch näher ran. Ja, wir marschieren natürlich jetzt konzentriert hier drauf zu. 20 Minuten, nicht mal 20 Minuten Folge. Also bis, ja, 50. Ja, gut. So. Oh, das hört sich voll cool an, so alle im Chor so. Was? Upsala. Oh, wäre beinahe schief gegangen. Jetzt gleich müssten die Pila fliegen. Das sind 7 Einheiten Hastati. Müssen also noch weiter nach vorne. Kavallerie sofort nachziehen. Das müssen die Pieler doch eigentlich in Reichweite sein, oder? Aber das kann es doch nicht sein. Guck mal, die können ihre Pila werfen. Das sind die kräftigen wahrscheinlich, die so kräftige Arme haben. So, wahrscheinlich sollten wir auch mal den ohne Befehle Modus, Schießen Modus anmachen. Da fliegen die Pila. Wer nahm mir das? So, die zweite Pila-Salve trifft auch gut. Jawohl. Halt, stopp. Halt, 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 halt. Das war einfach Angriff. So, hier fliegen die Pila durch die Gegend wie sonst was. Die Astarte kämpfen sich hier durch und die einzigen, die jetzt herbe Verluste machen, sind natürlich die, die gegen die nackten Fanatiker kämpfen müssen. So, sammeln aktivieren. Auch hier ja niemand flieht. So, jetzt haben wir den nackten Fanatiker da mal. So, jetzt haben wir den da hinten, der Kavallerie. Geben wir noch mal einen mit. Schlacht fortsetzen. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt.
oder sie fliehen. So, ist das Schlachtfeldende. Ach, das ist noch ein Stück, bis dahin kriegen wir schon einige noch tot. Barische Kavallerie flieht vor Angst. So, da fliegen noch mal Piler, das ist cool. Wir haben keinen einzigen Mann unserer Generalstruppe verloren, das ist auch gut. So, da bleibt einer zurück. Oh, der kommt noch weg und der ist tot. Ist voll atemberaubend, oh mein Gott. Laut. Da ist wieder einer tot. Ja, tötet sie, römische Kavalleristen. Noch einer tot. Komm, wir brauchen die Erfahrung. So, die haben wir. Ne, komm, das sind mehr. Pila, los! Da nicht einen von getötet haben, ist unglaublich. Come on. Give it. Nice. Dämlich wäre es natürlich jetzt, unsere Männer mit Eigenschutzschuss zu töten. Aber das passiert uns natürlich nicht. 6 Minuten hat die Schlacht gedauert. Dürfte. 7. Ja. Sehr gut. Ganz Rom wird über diesen Sieg staunen. Der Tag gehört uns. Der Tag gehört uns, weil ganz Rom über diesen Sieg staunen wird, weil er so atemberaubend war. Ja klar, 61 Männer mussten wir, haben wir verloren. Davon haben die getötet. Davon haben wir wie viel verloren? 252. Müssten das sein, ja, 52. Das heißt, sie haben 9 Männer ihrer selbst getötet, das ist irgendwie dumm. Wird ein Hinterhalt entdeckt und umstellt, so wird der Intendierende Schaden mit Zins zurückgezahlt. Vegetius. Zurückgezahlt. Im Hintergrund wieder, wie so oft, die Pharaonenkämpfer, die Ägypter. Ja, natürlich, hier haben wir gewonnen. Feindarmee vertrieben. Unsere Feinde sind so wenige an der Zahl, dass sie geflohen sind, um sich zu verstecken, anstatt sich weiterhin der Macht wahrer Römer zu stellen. Sie müssen unsere Streitkräfte nicht mehr stören. Ja, selbstbewusster Kommandant, der liebe Herr. Ich denke, den können wir damit reinstellen. Oh, guck mal, direkt viel, viel mehr Kohle. So, du kannst die Stadt da, denke ich, belagern. Komm, 5 Rammböcke reichen auch. Und da brauchen wir auch selbst, die Stadt brauchen wir auch nicht, irgendwie, die Schlacht brauchen wir nicht führen, das ist Zeitverschwendung. Die sehen hier gerade, ich sehe hier gerade, es ist nicht unbedingt perfekt, das hier. So eine ganze, sehr hohe Steuersatz, ja, das finden die nicht so gut, aber wenn ich jetzt monatliche spiele, nee, täglich sind zu viel, aber Monat. Lich ist auch zu viel. Ne, dann mal. Lassen wir es bei jährlich. Aber bauen den noch mal. Bonus hier sowas. Und rekrutieren können wir hier noch mal Stadtwachen. 2 Stück. So, hier oben hatten wir natürlich die diese Senatsmission. Handelsrechte sollten wir, glaube ich, mit denen ausmachen. Und Karteninformationen können wir dann auch nochmal mitnehmen. Mal gucken. Ja, gut. Haben die angenommen. Sehr schön. Wie sieht es mit einem Bündnis für uns aus? Ne, wollen die gar nicht. Senatsmission erfolgreich. Geschenk von 1000 Denaren. Ja, gut. Ja, wohin jetzt mit dir? Hoch zu den Germanen, ne? Zu diesem kleinen Germanen-Dörflein hier. Gucken, ob man das einnehmen kann. Wir gucken nochmal beim Senat vorbei.
verloren Schlachten 7. Wir haben schon 7 Schlachten verloren. Das glaube ich nicht. Wir sind beim Volk genauso beliebt wie die Brutii. Ja, beim Senat alle gleich auf. Ja. Ja, Senatsmission haben wir alle abgeschlossen. Diplomatie. Sind wir Verbündete, haben wir 5. Germanien gehört dazu. Feinde sind Karthago und die Rebellen. Die haben 4 mehr Feinde. Die haben noch... Ja gut. Seite, genau, Seite. Gewonnene Schlachten 16, verlorene Schlachten 7. Siegbedingung, Imperator werde zum Herrscher und kann... Ich finde es gerade ein bisschen blöd, das Moment. Ich finde es gerade ein bisschen blöd, dass wir 7 Schlachten angeblich schon verloren haben. Gucken wir mal die anderen Fraktionen an. Skipion waren die am Anfang etwa gleich stark. Bruti waren teilweise gleich auf mit uns und sind jetzt abgeflacht. Wir haben hier irgendwie einen geboost. Büst. Seleukiden gibt's gar nicht mehr. Ägypten ist höher als wir gestiegen. Karthago war stärker und fällt jetzt ganz stark nach unten. Pontus nicht unbedingt stark. Verdammt, Parthien. Thrakien natürlich auch schon vernichtet. Spanien auch schwächer als wir. Die Skythen auch. Numidien, Griechen auch schwächer. Dakien schwächer als wir. Armenien schwächer als wir. Britannien etwa gleich auf mit uns. Die Germanen schwächer als wir gehen der Vernichtung entgegen. Gallia sind etwa gleich auf mit uns. Das ist beeindruckend. Makedonien ist auch auf dem Weg, wieder mit uns gleich zu ziehen. Habt ihr gesehen, wie er gerade den Arm gehoben hat? Nicht okay. So. Da unten splittet sich die Handelsroute. Kreuzen sich hier wieder. Sehr schön zu beobachten alles. Haben wir 2 Stadtwachen rebellierend. Wie Polizisten im Moment, ey. Kommen bestimmt nicht hier noch Geld. Wir können Principe rekrutieren. Machen wir doch gleich mal. Können wir hier auch. Aber hier können wir einen großen Tempel schon bauen. Und dann auch schon gute Straßen erstmal. Die können wir auch bauen. Und zwar einen Rüstungsbauer. Aber dann möchte ich bitte die noch nicht rekrutieren, weil sonst bekommen die nicht genug Dingens. Boni. Hier können wir jetzt auch noch viel bauen. Marinewerft wäre, glaube ich, ganz gut. Können wir hier bauen? Können wir überhaupt was bauen? Ne, die sind am Bauen hier. Wann wächst ihr eigentlich mal? Ach, bald. Das kommt schon bald. Sehr gut. Gallia hier. Auch am Rumtrotteln. Wir waren gerade am Belagern, ne? Ja, da war Stadtmiliz oder Punia-Infanterie drinne. Das nächste ist Antio. Steht da unten bei Thessalonica. Hafenblockade Massilia. Oh, das bedeutet wieder Krieg mit den Galliern. Das ist schade. Das ist schade, ist schade, ist schade. Aber leider nicht zu ändern. Aber das bedeutet auf jeden Fall erstmal natürlich hier die Schlacht, die können wir automatisch schlagen lassen. Weil unsere Armee, ich schicke schon mal Admiral Oppius vorbei. Weil hier sind wir einfach Siedlung angreifen. Karalis, da klarer Sieg. Keinen einzigen Mann verloren. Sehr gut geregelt. So, jetzt ist das unsere Stadt.
besetzen, dann mögen die uns auch eher. Schicken mal die zwei Felicis-Einheiten, Moment. Schicken wir mal kurz raus. Damit wir auch dann klarkommen. Aulus Pompius. Wir brauchen eigentlich gar keinen Krieg mit den Galliern, aber war hier nicht im Dorf? Hier war doch ein Dorf gewesen. Karteninfos, wäre nochmal gut eine aktuellere Lage haben. Nee, das will ich gar nicht. Ich will gar nicht immer nur Geld von euch. Vor allen Dingen dann nicht so wenig. Jetzt ist die Frage, ob wir da unten wirklich Truppen schon rausziehen können. Und die mit praktisch wem wir alles hier lassen müssen, wäre jetzt meine Frage. Das finden die sogar noch okay. Das ist wunderschön. Die hoffen wahrscheinlich, dass ihre Kollegen da zurückkommen. Warum können wir jetzt nicht? Nicht genug Leute zum Rekrutieren. Ach du Kacke, ist das hier ein kleines Städtchen, du. Na super. Komm nach Massilia. Momentan geht es nicht weiter. Gucken wir mal, dass wir hier die Hastati-Truppe rausziehen. Moment, das decken wir erstmal auf. Moment. Den da drauf und den da drauf. So, dann nehmen wir mal mit den und den. Ich weiß, das finden die nicht so toll. Aber hier können wir schon mal vorbauen. Aber dafür kriegen sie auch einen niedrigen Steuersatz. Machen wir mit der Stadt zwar Verluste. Aber das lässt sich bestimmt begrenzen. So, ich versuche die mal zu canceln, die Truppen hier. Weil ich brauche sie ja im Moment sowieso nicht. Außerdem ist das für die Stadtwachstum auch ganz förderlich. Die eine Truppe Söldner können wir da reinstecken. Ich brauche noch. Nee, den brauche ich gar nicht. Batavian baut gerade das Forum. Bauen wir hier Straßen. Bauen wir da oben. Nichts Besonderes. Auch hier nichts Besonderes. Hier kann man ja gar nichts bauen. Können wir hier irgendwas bauen? Ne, nichts bauen. Und die Mauer reparieren. Wenn wir Sia haben. So, rekrutieren können wir hier nochmal Hastati. Zwei Runden lang und danach dann Principes. So, die Folge hier ist jetzt auch schon wieder vorbei. Boah, ist das riesig. Riesige Truppenverbände da unten. Die Folge hier ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ich dachte mir, da können wir die Folge jetzt auch hier gleich beenden nach Ende dieser Runde. Oh, ich denke schon. Wir sehen ja fast die. Jo. Obvious, du musst gewinnen. Klarer Sieg. Ja, wunderbar. Super. Super. Obvious, du bist ein Genie. Ein wunderbarer Admiral. Dazu Baubericht. Wunderschön. Rekrutierungsbericht. Wunderschön. Diplomatische Informationen. Wunderschön.
bin jetzt froh, weil wir die gepackt haben da. Was ist denn bei euch eigentlich los den ganzen Tag? Was ist hier so schlimm? Aufruhr. Ach so. Vielleicht sollten wir mal rekrutieren. Ich wusste, dass wir da hätten nicht weggehen sollen. Müssen wir so lange eben halt den Satz, den Steuersatz ein bisschen runtersetzen. Ne? Nee, das kann nicht wahr sein. Ja, auf jeden Fall beende ich an dieser Stelle die Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Würde mich über einen Kommentar oder eine positive Bewertung. Moment, ich kann hier noch kurz was bauen. Sehr freuen und hoffen, ja, dass ihr mich vielleicht auch abonniert. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.